Das Spiel ist ab 6 Jahren. Solltet ihr noch nicht so alt sein, dann schaut euch doch lieber ein anderes Spiel an. Also wieder voll. Wer hätte es gedacht? Ich auch. Hey, nicht abgucken. Guck doch mal auf deinen Bildschirm. Ich habe nicht da drauf geguckt. Natürlich, ich habe auf den Chat geguckt, ob da einer anwesend ist. Ach so. Oder ob wir nur mit uns sprechen. Nein, es sind Leute anwesend. Hallo anwesend. Hallo anwesend. Ich bin auch anwesend. So, das sollte an Holz jetzt erstmal reichen. Und dann schauen wir doch mal, wie weit wir kommen. Ich gebe nochmal schnell von den Hinlocks ein paar in Auftrag. Ah, komm, 15 Stück. Ja, das sollte reichen. So. So. Bauen wir uns ja einmal komplett einen Block dran von außen, also eine Umrandung drumherum. Und dann bauen wir uns dann Steinhäuschen drauf. Auch da gilt wieder der Grundsatz, nicht schön, aber selten. Und praktisch. Und unpraktisch. Wieso unpraktisch? Ne, nur so. Wieso da immer diese Kritik von der Seite hier? Hast du eine bessere Idee? Nee. Hoch. Ah. 11 Stück. Ah, doch, das reicht. Das reicht. Ja, es sind sie alle runtergebröckelt. Hallo und herzlich willkommen bei uns im Stream. Hallo. So. Wir sind das Steineabbauteam. Nein, wir bauen alles ab. Ah, wir roden die Welt. Hier. Wie sie uns gefällt. Genau. Wieso kann ich den jetzt nicht? Na, egal. Wir roden uns die Welt, wie sie uns gefällt. Ja, so. Ja. Kollidiert. Nein, kollidiert zum Glück nicht mit dem Stockpile, alles gut, aber ich glaube. Oh Gott. Hör auf, hier raufzulegen, ich komme ja nicht mehr runter. Das ist nicht mein Problem. Jetzt mal ohne Blödsinn. Ich komme ja nicht mehr weg. Ja. Was soll ich jetzt machen? Ich bin jetzt am Abbauen. Du hast mir den Auftrag gegeben. Ich komme nicht mehr weg. Ja. Dann bau doch noch mehr drauf. Ach, ich hol was ab. So, jetzt aber. Kommst du weg? Ja. Ah. Lässt mich immer hin und her laufen. Immer A nach B. Hallo Mario. Abend. Abend. So, einen noch, komm. Dann haben wir das auch schon mal. Warum halt das so? Was? Bei mir hat es gerade total geheilt, aber das war, weil ich hier am Abbauen war. Ja, eigentlich sollte da nichts halten. Wie viel muss ich denn noch von den Steinen besorgen? Hast du einen Überblick? Nein. Mehr? Ja, besorg mal ein paar. Oh, ein Fuchs. Brauchen wir Fuchs? Wofür brauchen wir Fuchs? Ja, weiß ich nicht. Ich frage, ob wir einen brauchen. Nee. Das hier auch kloppen? Muss ich das schippen? Schade, dass ich von oben. Oh, meine Axt ist kaputt. Ja, super. Das macht doch Fates. Was sagst du? Meine Abpike ist fast kaputt. Wie heißt das Teil? Ich kenne das jetzt nur als Pike. Da, womit man hackt, die Steine. Du hast mich jetzt gerade, ehrlich gesagt, damit selbst rausgebracht. Ja. Ich komme jetzt auch nicht drauf. Ist auch egal. Wir wissen alle, was du meinst.
eine Hacke, oder? Nein. Eine Hacke? Nein. Eine Pickaxe, oder? Ach, ich komme selbst nicht drauf. Du hast mich jetzt irgendwie gerade voll aus dem Konzept gebracht. Okay. Aber verbrauchst du andauernd Steine? Ja klar, was meinst du, was hier oben machst machen? Du denn? Ich baue mir eine Burg, ja, wonach sieht das denn aus? Ich wollte hier oben Pool reinmachen. So mit 5 Meter Sprungbretten so. Also wie blöde andauernd immer weiter. Ja, die kosten leider halt 8 Stein, holla. Okay. Ja, 8 Stein kosten es ein, so ein Teil. Billig ist das nicht. Warte mal. Stone Construction kann man nicht irgendwie im Brickstone. Das bräuchten wir doch quasi. Hier hat man mehr Rezepte. Ja, Effizienz und Speed, ne? Ich könnte theoretisch, könnte ich ja mal in die Richtung hier ein bisschen skillen, dann würden wir etwas weniger verbrauchen. Tatsächlich. Stone Construction 1, okay. Ach komm, ich mach einfach mal. Schade. Aber wir können Speed noch ein bisschen skillen, aber na gut, nee, das lassen wir jetzt erstmal. Schippe, schippe, schippe. Jetzt haben wir eine, also ein weniger. Jetzt brauchen wir nur 7. Vorher waren es 8, oder? Nicht, dass ich mir jetzt vertue. Ich meine, 8 waren sie eben. Ich brauche mehr Skillpunkte. Kannst du mir ein paar geben? Nein. Aber wir wollten doch eben noch Basic Engineering erlernen. Dann kriegen wir auch wieder Punkte. Na, wo ist es hin? Ich bin schon wieder zu weit, ne? Ja. Advanced, Baking, Cooking, Smelting. Da, ganz oben steht es jetzt. Schippen, schippen, schippen. So, dann bauen wir noch schnell 5 von den Hinlocks. Damit wir dann Basic Engineering erlernen können. Und mit Basic Engineering können wir dann hoffentlich Road Construction dann. Für den Karren? Also zumindest kann, ja. Also wenn du dann die Skillpunkte dafür ausgeben würdest, dann könntest du gleich das Skillbook lesen. Und dann könntest du quasi Erdrampen bauen, damit wir dann endlich mal den Karren benutzen können hier. Damit wir nicht mal so uns kaputt laufen. So. Oh, too hungry to work. Oh. Ja, kommt vor. Aber in den besten Familien. Das ist das erste Mal bei mir. Sonst habe ich das irgendwie... Oh, jetzt bin ich vergiftet. Was? Ich habe einen Fliegenpilz gegessen. Das hat nicht... Weißt du, Farbe Rot warnt. Ja, ich habe aus Versehen draufgeklickt. Oh Mann. Wir wollen noch viel mehr Sand und viel, viel mehr Stein. Ich brauche mehr Skillpunkte. Wie lange dauert das hier? 3 Minuten? Ja, gehen wir in der Zeit noch ein bisschen Sand holen. So. Er hilft mir nicht weiter. Ja, jetzt hier ein Karren. Das wäre echt cool. Ah, das haben wir vielleicht dann auch gleich geschafft. Hallo. Hallo, junger Hüpfer. So. Wie machst du das nochmal mit der Seite aus dem Buch? Truhe, rechte Mausklick aufs Buch und dann kriegst du die Seite ins Inventar gelegt. Ah, ich hab's schon gesehen. Okay. Und dann wirst du intelligenter im Spiel. Mhm. Bin voll intelligent. Ich habe jetzt 2 Bücher gelesen. Wow. Ja. Cool. So. Entschuldigung.
Ich muss immer noch Steine holen. Ich habe heute eine wichtige Auftrag. Ja, wir unartig haben Steine kloppen, so einfach ist das. Steine sind fein, Steine sind schön. Steine haben keine Beine. Aber mach schon mal ein paar von den Pitches hier. Ich finde es immer gut, wie der dann einfach überhört, was ich hier für einen Blödsinn von mir gebe. Das ist jahrelanges Training, oder ja, was? Ich wollte sagen, wenn ich jetzt fies wäre, dann würde ich sagen, das kommt so mit der Zeit. Nein, nein, nein. Ich versuche mich gerade so ein bisschen zu konzentrieren hier. Das ist immer seine Ausrede. Was für eine Ausrede? Oh, ich muss essen. Oder so tun, als würde ich nicht dazugehören. Also, Hamburgerfleisch und Tomaten hatten wir schon. Jetzt fehlt noch die. Ich sag nichts mehr dazu. Überhaupt nichts. Die bekloppte Alte spricht wieder. Ignorieren wir sie einfach weiter. Wenn ich da jetzt drauf eingehe, wird es nur noch schlimmer, denkt er sich. Ach wo? Ja, da hättest du aber recht. Ich bin Ordensträger des Sandes übrigens. Dann kriege ich ein Steinabzeichen. Ja, hat doch was. Dann nennen wir dich offiziell Steinbeißer. Was war das nochmal? Die unendliche Geschichte, genau. Ne? Schon ein paar Jährchen her. Oh, Ewigkeiten her. War aber, viele finden ihn ja so toll, war nie mein Lieblingsfilm. War nie dein Lieblingsfilm? Nee. No, mein Lieblingsfilm war das auch nicht. Man hat's geguckt. Jetzt auch nicht tragisch, hätte ich es nicht geguckt. Was ist denn dein Lieblingsfilm? Gattaca. Unter anderem. Das war irgendwas mit Genetik, ne? Gattaca, ja. War es nicht irgendwas mit Klonen oder sowas? Ja. Boah, ich hab den auch mal gesehen. Schon etwas länger her. Ja, ich hab dich das schon mehrfach zugenötigt. Mehrfach? Nein. Zweimal oder so. Ich verdränge Sachen übrigens. Aber ich hab eigentlich nicht so. Also, das ist der Film, den ich immer sage, wenn mich jemand fragt, hast du einen Lieblingsfilm? Mittlerweile haben wir so viele andere sehr gute, vielleicht auch bessere Filme geguckt, aber es hat sich halt so eingebürgelt. Eingebürgert, dass das halt mein Lieblingsfilm ist. Hat sich eingebügelt. Ja. Trotzdem immer noch ein sehr guter Film, der zwar sehr schlechte Kritiken gekriegt hat. Echt? Ja, der ist nicht unbedingt bei allen positiv angekommen. Aber ich fand den gut. Ich habe den Sinn dahinter verstanden. Angeber. Ja. Eine springende Schaufel, auch nicht schlecht hier. Der Schatten. Yay! Wow. Da, 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 da. Was ist denn dein Lieblingsfilm? Alien. Ah, ja. Das ist auch die Standardantwort. Ja. Also einer meiner Lieblingsfilme. Ja. Na, was ist euer Lieblingsfilm? Oh. Die sind beschäftigt mit Googlen. Weil zwei alte Menschen zwei alte Filme genannt haben. Also, ja, so. Ja, Alien geht. Ich wollte gerade sagen, also Alien, aber Gattaca, wie alt ist er denn überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Weiß nicht, den habe ich geguckt, bevor wir uns kennengelernt haben. Also kannst du dir abzählen, wie alt der Film ist. Also wenn das stimmt, was Mario in seinem Namen geschrieben hat, mit 83, dann ist er doch in unserem Alter. Dann müsste er das doch kennen. Alien kennt man ja auch. Da gab es doch nochmal neue Teile, ne? Ja, den haben wir doch letztens. Ja gut, du hast dabei gepennt. Ich habe den letztens erst geguckt. Ich mag ja total Science-Fiction-Filme gucken, lesen, was auch immer. Aber Alien ist was, das ist bei mir irgendwie nie angekommen. Entweder man mag es oder man hasst es. Ich hasse es noch nicht mal, es ist mir egal. Ist es noch schlimmer?
Da ist sie intolerant, ne? Da kennt sie nichts. Das ist ihr einfach egal. Das ist doch nicht intolerant, das ist doch total tolerant. Mich interessiert das halt. Es langweilt mich halt. Ich weiß sie auch hat es noch nicht mal probiert. Doch, wir haben geguckt. Den einen, den ich gut fand, war den Predator? Ja, das war nicht Alien. Ach so, es gibt da zwei andere. Aliens in dem Film, aber das, das ist nicht war Alien, dann wieder was anderes. Aber da finde ich sonst die anderen Teile auch nicht gut von. So, Mario hat geschrieben, Aliens habe ich mitbekommen, aber den anderen Film leider nicht. Ha. Wie ist er? Gattaca? Gattaca. Irgendwas mit Klon und Genetik und so. Ich hab's nur ganz grob im Hinterkopf. Ich könnte das jetzt erzählen. Ich glaube, Huge Law, wie auch immer man den ausspricht, da spielt er auch mit. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Also egal, war Liam Neeson oder so. Nein, was nicht. Nein. Im Grunde geht es um Genetik und das natürlich entstandene Menschen. Eine niedere Rasse geworden sind. Alles, was nicht genetisch verbessert wurde, bevor es auf die Welt gekommen ist, also normal gezeugt wurde, da gar nichts mehr. Sind halt niedere Menschen. Oh, Silent Green, hast du das gesehen? Nein, wahrscheinlich nur ich wieder, ne? Nein, habe ich nicht. Soylent Green heißt es auch. Soylent, ja, es war doch irgendwas. Das war auch was mit Klonen, zwei, drei Klassengesellschaften, irgendwie minderwertiges Essen, was produziert wird. Und ach, ich nicht minderwertiges nicht. Essen. Aus Menschen? Mhm. Oh. Soylent Green war das günstige Essen. Ah, okay. Das war dann dein Nachbar. Der hat besonders lecker geschmeckt. Ah, der war aber gut gemacht. Ich könnte noch mehr alte Klassiker aufzählen. Interessiert wahrscheinlich keinen Menschen. Ich mag MASH, die Serie. Ach, die mögen wir beide. Ich liebe MASH. Ja. Ist so. Die einzigste Serie, die wir uns mittlerweile 6-mal komplett angeguckt haben? Ja, mindestens. Und jedes Jahr über Silvester und Weihnachten. Weihnachten und Silvester so. Dieses Jahr nicht. Warum auch immer. Wir haben das vorher schon angefangen. Boah, dieses Bauprojekt dauert ewig. Ich glaube, mit dem Steinhaus war nicht die beste Idee. Nee. Warte. Ich habe Skillpunkte. Warte. Ich habe nie aufgepasst. Ich kann ja ganz schnell. Hier, ne? Die Effizienz steigern. So, dann brauchen wir jetzt bestimmt nur noch 6 Steine dafür. Ah, warum ist denn hier nur Gold? Gold ist doof. Wir wollen Steine, kein Gold. Hab ich denn noch Steine gehabt? Ja, 6. Also die Kosten sind schon etwas runtergegangen. Ja, trotzdem muss ich hier noch Steine schleppen. Wenn ich das erzähle. Stell dich nicht so an. So, ist übrigens wieder ein Buch zur Verfügung. Ne? Mhm. Basic Engineering. Wäre ganz gut, wenn du das auch mal lesen würdest. Okay. Weil dann könntest du vielleicht dafür sorgen, dass wir hier so ein paar Erdrampen bauen. Mhm. Weil dann könnte ich mal so einen Karren in Auftrag geben. Und vielleicht mal erstmal den Karren. Nee, erstmal die Fackel. Erstmal die Fackel. So, dann muss ich die Skill Points vergeben, ne? Wieso hat er die Fackel jetzt nicht gemacht? Oh, ich habe nur 11. Wo sind die hin? Zu wenig. Gehen die weg beim Lesen vom Buch? Nein, du hast am Anfang nicht mehr. Da waren doch eben 50 am Stehen. Nein. Da drüber steht 50, wie viel du dazu bekommst. Hier in der Mitte stehen deine Skillpunkte. Wie man Gattaca schreibt. G-A-T-T-A. C-A. Ja. Genau. Gattaca. Gattaca.